Hallo, mein Name ist Britta Rimmel. Schön, dass du meinen Blog Ganzheitliche Sichtweisen gefunden hast. Heute möchte ich mit euch das fünfte Gesetz besprechen und das ist das Gesetz des rhythmischen Ausgleichs. Wir hatten in den letzten Gesetzen das Gesetz der Schwingung, das Gesetz der Polarität und das Gesetz der Analogie besprochen. Und dieses Gesetz vereint letztendlich alle Gesetze, alle vorherigen Gesetze mit dem Gesetz des Rhythmuses. Denn das bedeutet, alles was in einem Maße hinschwingt, muss auch wieder zurückschwingen. Alles was in einem Maße einströmt, muss auch wieder ausströmen. Wir kennen das zum Beispiel von unserem Atem. In dem Maße, in dem ich einatme, atme ich auch wieder aus. Oder bei Ebbe und Flut, in dem Maße, in dem die Flut stattfindet, findet auch die Ebbe statt. Also alles ist einem gewissen rhythmischen Ausgleich unterlegen. Und um diesen rhythmischen Ausgleich geht es heute. Denn wenn ich dieses Gesetz anerkenne, also auch die anderen Gesetze, das Gesetz der Analogie, der Schwingung, des Rhythmus, der Polaritäten, dann kann ich auch sehen, dass nichts in der Welt wirklich statisch ist. Also dann erkenne ich auch die Wahrheit an, dass alles im Leben fließt. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch, Pantare, alles fließt, alles ist in Veränderung, alles bewegt sich, nichts steht wirklich still. Und wenn ich da genau hingucke, kann ich auch das Fließen überall erkennen. Um die Bedeutung dieses Fließens und wie wir das in unser Leben integrieren können, so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich euch hier mal eine Schale mit Wasser mitgebracht. Wasser wird in der Mythologie immer als Symbol für die Gefühle dargestellt, weil auch Wasser im ständigen Fluss, in ständiger Bewegung ist. Und hier kann man schön zeigen, nehmen wir mal an, das ist jetzt hier dein Körper, dann kann man da auch Kindern zum Beispiel gut mit erklären, dass die Urseele, die Urenergie sowohl in uns ist, in mir ist, als auch um mich herum. Wir sagen ja einmal, die Seele ist in dir, hör auf deine innere Stimme. Dann sagen wir aber auch wieder, die Seele ist überall, in jedem Stein, in jedem Grashalm. Und mit diesem kleinen Experiment kann man sehr schön zeigen, was das bedeutet, dass diese Urenergie sowohl in uns ist, als auch überall um uns herum. Und dass letztendlich alles fließt. Also hier muss ich es natürlich in eine Schale packen und dem Fließen Grenzen setzen. Aber Wasser ist letztendlich das Gleiche wie unsere emotionale Welt. Alles fließt, alles es ist einem ständigen Wandel unterlegen und wir können an nichts wirklich festhalten. Wenn du nun dieses Gesetz in dein Leben integrierst, dann kannst du bei Problemen auf verschiedene Sichtweisen zurückgreifen. Ich habe euch mal hier so einen kleinen Becher mitgebracht mit einer, ja, mit ein bisschen dreckiger Flüssigkeit drin. Wenn wir mit Problemen zu kämpfen haben, dann gehen die meisten Menschen so vor, dass sie ihren Verstand, ihr Ego einsetzen und dieses Problem erst einmal von allen Seiten beleuchten. Dieses Problem versuchen irgendwie auszuschaben, irgendwie zu analysieren, das Ganze irgendwie herauszukratzen. Und dabei könnt ihr erkennen, dass ich da unheimlich viel Energie auf dieses Problem ausrichte. Ich richte mich also mit meiner Aufmerksamkeit auf das aus, was ich eigentlich nicht haben will. Wenn wir jetzt das Gesetz des Fließens für uns annehmen und sozusagen auch anerkennen, dass es eine höhere Energie gibt, die immer um uns herum ist, die immer da ist, dann kann es manchmal ausreichend sein, sich dieser Energie einfach nur zu öffnen, um sich in den Lebensfluss einzuschwingen. Das heißt, manchmal habe ich Probleme und wenn ich dann einfach nur sage, okay, ich weiß nicht, was dieses Problem jetzt für einen Sinn gerade macht in meinem Leben, aber ich öffne mich dem Gedanken, dass sie meiner seelischen Entwicklung, dass dieses Problem meiner seelischen Entwicklung hilft, dass sie also Sinn macht, dann begebe ich mich auf eine Ebene, die höher ist als mein Ego, als mein Ich, als mein Verstand. Und wenn ich diese Ebene, mich dieser Ebene öffne, dann kann das Leben wieder anfangen zu fließen. Das heißt, die Energie aus dieser Ebene heraus kann in einen offenen Behälter, in ein offenes Herz wieder einströmen und so ganz schnell für innere Klarheit und Reinheit sorgen. Das ist das, was immer damit gemeint ist, mit öffne dein Herz und öffne dich dem Fluss des Lebens. Versuche also nichts zu statisch festzuhalten, versuche nichts nur mit dem Verstand zu lösen, sondern öffne dich dem Gedanken, dass ein Lebensumstand, mit dem du gerade nicht zufrieden bist, vielleicht durchaus Sinn macht. Es ist ein Unterschied, wir können diesem Rhythmus nicht entgehen, aber es ist ein Unterschied, wie ich
die Sicht auf mein Leben werfe. Nimm mal an, du hast jetzt wirklich ein dickes Problem, mit dem du gerade kämpfst. Dann kannst du die Sichtweise einnehmen und sagen, boah, ich armes Würstchen, dass ich mit diesem Problem gerade zu kämpfen habe. Du kannst deine gesamte Aufmerksamkeit auf dieses Problem richten, es versuchen irgendwie hinzubiegen, dir selbst dabei leid tun. Oder du kannst sagen, boah, spannend, was bin ich doch für eine tapfere Seele, dass ich mir diese problematische Lebenssituation gerade für mein Leben ausgesucht habe. Ich bin gespannt, was ich da lernen kann und wie ich mich da entwickeln kann. Das Problem ist erstmal das gleiche, aber die Sichtweise ist eine ganz andere. Und die andere Sichtweise nimmt dich heraus aus der Kette des Schmerzes. Die öffnet dich für etwas Höheres. Und in dem Maße, wo du dich öffnest, kann die Energie wieder in dich einströmen, die sowieso immer da ist. Du kannst deine innere Stimme wieder wahrnehmen. Du kannst ruhiger werden. Du kannst aus einem ganz anderen Grundgefühl heraus handeln und dein Leben anders betrachten. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es um das nächste Gesetz geht. Bis dahin, tschüss!